Hallo, ist so laut. Ja, ich freue mich natürlich sehr, heute hier zu sein. Es ist sehr spannend. Ich gebe zu, dass ich auch durch die ersten Vorträge, die ich ebenfalls sehr spannend finde, auch ein Stück weit verwirrt bin. Aber ich hoffe, dass diese Verwirrung, die ja auch schon angekündigt worden ist durch den ersten Vorträgen, Herrn Hermann-Czech, dass das sich weiter in ein konstruktives Moment umwidmet. Also vielen Dank, hier zu sein. Ich muss vielleicht kurz einleitend sagen, dass dieses Projekt, was ich heute zeige, eben von seiner Architekturproduktion etwas anders funktioniert hat. In diesem Fall gab es eben keinen Auftraggeber im klassischen Sinne, das muss man vielleicht verstehen, sondern wir waren als Architekten notgedrungen, muss ich fast sagen, Initiatoren und Projektentwickler bei diesem Projekt, eben im Sinne nicht des ökonomischen Projektentwicklers, sondern im Sinne der Entwicklung. Und das macht natürlich die Fragestellung anders. Das macht die Prozesse natürlich auch anders. Das Bauen zwar nicht, aber die Prozesse laufen anders und die Entscheidungen werden auch anders gefällt, beziehungsweise in anderen Gremien gefällt. Das ist ein Baugruppenmodell, ja, aber es setzt sich auch aus einer ökonomischen Idee zusammen, die wir gemeinsam mit dem Büro IV, die Partner waren bei diesem Projekt, zusammen. Nämlich wir haben hier versucht, ein Genossenschaftsprinzip mit Eigentumsprinzip zusammenzubringen, um eigentlich, und das war das eigentliche Ansinnen, an diesem Standort, der eben ja schon mal beschrieben worden ist als eine Brache mitten in der Stadt, es möglich zu machen, dass verschiedene Bevölkerungsgruppen eigentlich an diesem Standort auch es möglich gemacht wird, dort zu leben. Das heißt, die Genossenschaft kann eine Miete von 9,50 €, ich bin jetzt mal ganz pragmatisch, erzielen und damit in der Innenstadt es möglich machen, für einige dort zu leben und zu wohnen. Das war ein wichtiger Ausgangspunkt unserer Überlegung. Das Ganze ist ein Konzeptverfahren gewesen der Stadt Berlin, die an dieser Stelle eben anders als sonst nicht zum Höchstpreis ein Grundstück vergeben wollte, sondern über ein Konzept. Wir haben mal dieses Konzeptverfahren gewonnen und dieses Konzept ist natürlich hinterlegt als ein Teil der Entwicklung. Vielleicht gehe ich nochmal zurück. Das liegt also in der Lindenstraße gegenüber dem Jüdischen Museum. Wer Berlin kennt, kennt diesen Standort. Also ein sich sehr stark gerade entwickelnder Standort, der eigentlich geprägt ist dadurch, dass also auch ein großer Komplex von sozialen Wohnungsbauen ganz in der Nähe ist, eigentlich ein Brennpunkt, sozialer Brennpunkt an dieser Stelle gewesen. Die Entwicklung ist in Berlin rasant. Und wir wollten natürlich als Initiatoren versuchen, hier eigentlich auch ein gemischt genutztes Programm aufzubauen, um eigentlich auch dieser Stadtgesellschaft in irgendeiner Form eine Möglichkeit zu geben, wie wir uns das vorstellen. Die Funktion dabei werde ich gleich beschreiben und eigentlich auch den Umstand dieser Entwicklung. Was man hier sieht, ist ein Plan von Berlin gesüdet, andersrum als normalerweise. Und was interessanter ist, dass eigentlich hier ein Kreis von Gebäuden ringsrum da sind. Und diese Gebäude zeigen eigentlich die wichtigsten Gebäudetypen in der Stadt. Also es gibt diese Art barocke Stadt, die hier abgebildet ist. Und diese einzelnen Gebäude sind die wichtigsten öffentlichen Gebäude. Wir befinden uns an dem Kollegienhaus, was erweitert worden ist durch den Liebeskindbau. An dieser Stelle ist dieses Grundstück. Da stand vormals ein alter Blumengroßmarkt, der seine Funktion verloren hat. Also das war die Stadt, die hier dieses Grundstück vergeben hat und konnte deshalb dieses Verfahren machen. Die Stadt Berlin aus politischen Gründen schafft es nicht, Konzeptverfahren, die vielleicht auch an mancher Stelle ganz wirkungsvoll wären, weiterzumachen. Es gibt ein Problem, denn man versucht natürlich immer, und das ist auch logisch, die Grundstücke natürlich zu einem guten Preis auch zu verkaufen. Wir haben sozusagen dieses Grundstück für einen Verkehrswert bekommen und das machte uns möglich, eigentlich über das Konzept auch nachzudenken. Der Kontext an dieser Stelle eben ist schon beschrieben. Wir haben tatsächlich bei unseren Grabarbeiten und Erdgeschossarbeiten
leider zwei Bomben gefunden. Da musste das Ganze gesperrt werden. Und dieser Kontext ist eben diese alte Blumenmarkthalle, die jetzt eigentlich das Jüdische Museum beherbergt. Das ist im Moment der Kontext. Und die Gruppe, mit der wir das zusammen gemacht haben, hat sich erweitert um mehrere Baufelder. Also war das Thema eigentlich hier auch, sich nicht nur um das einzelne Gebäude oder den Gebäudekomplex zu bemühen, sondern eigentlich in einem städtischen Raum sich zu befinden, der mit anderen zusammen entwickelt werden konnte. Wir haben, da es kein politisches Vorbild dafür gab, haben wir dann eine Art Evaluierungsinstrument entwickelt für die Stadt, denn eigentlich nach dem Kauf eines Grundstücks in der Lage wäre es eigentlich nur möglich gewesen, mit einem Wettbewerb an der Stelle etwas zu machen. Wir haben dann gesagt, es gibt eine Art qualifizierendes Verfahren, das wir auch entwickelt haben, wo wir begleitend sozusagen evaluiert worden sind, um einen Wettbewerb an dieser Stelle anders zu definieren. Das Gebäude hat verschiedene Funktionen, die wir eingegliedert haben, und das ist vielleicht ganz wichtig, dass wir natürlich diese Frage nach der Programmatik dieses Gebäudes sich gleich am Anfang gestellt hat, nämlich hier unterschiedliche Themen, das hatte ich ja anfangs gesagt, mit der Genossenschaft, aber eben eigentlich auch mit dem am Ort vorhandenen Akteuren einen Programmpunkt zu entwickeln. Die Selbstbaugenossenschaft haben wir dazu gewonnen. Wir haben eben auch einen sozialen Träger, die Gehörlosen dort an der Stelle, die schon auch an diesem Ort waren, mit integriert, sodass wir eigentlich so eine Art Portfolio für dieses Gebäude entwickelt haben, das es möglich macht, sehr unterschiedliche Nutzungen zu integrieren. Das Grundstück war gegeben und wir mussten natürlich ökonomisch uns verhalten an der Stelle, und wir haben dann sehr schnell festgestellt, um diese Ökonomie überhaupt, und das ist ja auch eine wichtige Funktion, zu erstellen, müssen wir eigentlich das ganze Grundstück bebauen. Das geht kaum anders. Wir waren limitiert eigentlich auf eine Viergeschossigkeit, und deshalb haben wir eigentlich ein Volumen erstmal gehabt als erste Herangehensweise, die es versucht zu beschreiben, diese Funktion unterzubringen. Und in diesem Fall ist eigentlich die Frage nach der Erschließung eigentlich eine ganz wichtige, ein wichtiges Thema, nämlich die Erschließung ermöglicht uns jetzt in so einem Bau, das zu Wohnzwecken ein Wohngebäude, das an dieser Stelle sich befindet, eben eigentlich zu taxieren, in dem Sinne, dass die Erschließung ein Thema ermöglicht, nämlich eine gewisse grundlegende Flexibilität in der Anordnung einzelner Raumsegmente. Das haben wir gemacht, weil wir bis zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht ganz genau wussten, wie das sich weiterentwickelt. Diese Struktur setzt so ein lineares Prinzip fort, das man ja auch kennt von einer anderen Struktur. Wir haben zum Beispiel so eine Art Rue Intérieur im Inneren entwickelt, und die begleiten mit Höfen, weil wir eigentlich eine Tiefe von ungefähr 25 Meter hatten, die wir aus pragmatischer Sicht eben einfach bedienen wollten. Aus diesem Zusammenhang haben wir eigentlich eine lineare Erschließungsstruktur entwickelt, die uns möglich macht, verschiedene Felder verschiedene Wohnungen zu erschließen und verschiedene Gruppen zu erschließen. Und das nächste Thema, das uns wichtig war in dem Zusammenhang, sich nicht nur allein auf die Frage des Wohnens zu beziehen, sondern eigentlich auch auf die Frage der Arbeit oder des Erwerbstätigkeit. Und wir haben hier versucht, gerade im Sinne von mit Ateliers und Arbeitsräumen, die Frage des Wohnens auch weiter zu definieren. Wenn man sich einen Schnitt anguckt, ist der erstmal kompliziert oder vielleicht komplex vielleicht. Wir haben diese Rue Intérieur, das kann man darin sehen, untergebracht und versuchen über dieses Instrument verschiedene Räume zu erschließen. Das ist der gebaute Ingang, und der wird begleitet durch Höfe. Das Interessante ist, dass diese Höfe, die eigentlich diese Länge kommentieren, die diese Grundrisse haben, da komme ich gleich dazu, eben eigentlich so ungefähr 5x5 sind. Und es gibt eigentlich eine Berliner Tradition, das ist
der Blockstruktur, die hatten früher eigentlich auch diese Größe von Hof. Die war nicht viel größer als diese Größe. Und wir haben das eben mit dieser linearen Struktur kombiniert. Uns war natürlich wichtig, aus den Erfahrungen dieser inneren Erschließung heraus eigentlich etwas zu entwickeln, das nicht nur eine Erschließung ist im funktionalen Sinne, sondern eben eigentlich auch ein Raum, der sich als ein Raum des Miteinanders, aber vor allen Dingen auch ein Raum, der sich in seinen räumlichen Qualitäten definiert. So, das sind die Typen, die wir entwickelt haben. Wir haben angefangen ungefähr mit 15 Typen zu arbeiten, die allerdings, wie wir finden, tatsächlich auch eine Flexibilität mit sich tragen, aber wir sind eigentlich eher typologisch vorgegangen, weil die Form, die wir uns gegeben haben, eigentlich nicht so eine Art generische Raumprinzipien erlaubte, sondern eigentlich eher über Typen zu arbeiten. Und das, man kann an dem Schnitt sehen, wie das wandert, das muss man nicht im Einzelnen erklären, war eben eigentlich eine Form von uns, über die unterschiedlichen Belegungen dieser Räume nachzudenken. Wir haben das dann entwickelt mit den Nutzern, die sich über eine Baugruppe sukzessiv weiterentwickelt haben. Das ist ganz wichtig und eigentlich, das ist der wichtige Punkt, dass ich eigentlich so eine Art Nachbarschaftsmodell, was ich ja eigentlich im üblichen Fall nach der Fertigstellung eines Baus ergibt, sich eigentlich in der Zeit der Planung schon ergeben hat. Insofern war zum Beispiel dieser Hof, der ja eine ganz enge Nachbarschaft voraussetzt, nicht das Thema beim Bauen und ich ziehe dort ein, sondern das war schon eine Erfahrung in der Planung, wie eigentlich mit diesen wichtigen Themen der Schwellenräume oder der Nachbarschaften eigentlich umzugehen, eigentlich ein wichtiger Entwicklungsmotor für das Thema. Wir haben auch im Büro sehr viele Schwierigkeiten eigentlich, immer mit Perspektiven oder Renderings. Aber in diesem Fall haben wir das mal als Instrument genommen, um eigentlich diese Schwellenräume oder diese Übergänge zwischen Privat und Öffentlichkeit zu definieren und auch intern zu kommunizieren. Das waren keine repräsentativen Renderings, sondern es waren teilweise, war es für uns eigentlich wirklich ein Instrument und man kann eigentlich ein bisschen um das Haus herumgehen und diese Übergänge zwischen dem Öffentlichen und dem Privaten, das sich ja eigentlich teilweise auch nach innen zieht durch die Rue Intérieure, wir haben auch auf dem Dach eine Rue Extérieure, wenn man so will, als Erschließungssystem kann man das ganz gut nachvollziehen, wie eigentlich diese Frage von Nachbarschaftlichkeit und des Miteinanders, was nicht nur auf das Gebäude bezieht, sollte, sondern eigentlich auch auf die Gesellschaft, die dort leben soll oder lebt mittlerweile und eigentlich auch die Schnittmenge, die sich in die Stadt hineinrichtet. Also es gab diese inneren und die äußeren Schwellenräume, hier ist jetzt zum Beispiel mal das Dach abgebildet und ein Hortus Conclusus kann man sagen, ein gefangener Raum, weil wir ja eigentlich auch mit dem Thema der öffentlichen Funktion umgehen wollten und mussten und dazu auch Wege gefunden haben. Wir gehen mal einmal, weil das ganz interessant ist, eigentlich diese Entwicklung des Hauses zu sehen in seiner finalen Form, eigentlich mal vom Dach einmal nach unten, begleitend mit zwei Bildern, damit man das versteht. Das ist also diese Dachlandschaft, vorne ist dieser Garten eben, den man dort sehen kann. Und das ist einer der wenigen Gemeinschaftsräume, weil wir konnten, und das muss man auch sagen, das Haus hat eine natürlich auch Parameter, die gesetzt waren, insofern, dass es ein sehr ökonomisches Modell sein musste. Also die Ökonomie als Funktion ist hier eigentlich immer bei jeder Entscheidung ganz wichtig gewesen. Wir hatten also nicht sehr viel Mittel zur Verfügung und die mussten wir natürlich auch optimal einsetzen. Da guckt man jetzt in die Lindenstraße und in diesen Hortus Conclusus, in diesen Garten hinein. Und da sieht man jetzt ein Bild von diesem Garten. Wir haben natürlich jede Baugruppe oder jeder Besitzer eines Hauses möchte immer gerne auch aufs Dach, das haben wir auch. Aber wir haben hier an der Stelle, wo es auch eine sensible Stelle im Stadtgrundriss ist, haben wir gesagt, wir brauchen aber auch Räume, die zwar offen sind, das Gebäude an sich und der ganze Kontext hat überhaupt keine sogenannten Freiräume, die gibt es an der Stelle nicht. Deshalb haben wir versucht, diese Freiräume in das Haus selber zu implementieren, als eine wichtige Funktion des Wohnens. Und das ist für uns das Beispiel gewesen
Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter in das nächste Geschoss. Und man kann hier diese Erschließung schon erkennen, die Rue Extérieure sozusagen und die Erschließung einzelner Gebäude. Das sind Ateliers, die oben auf dem Dach noch installiert sind, weil eine Menge von die sogenannte Kreativwirtschaft in Berlin haben wir dort zum Teil unterbringen wollen und können. Und es gibt viele Atelierräume. So, das ist das nächste Geschoss. Da sehen Sie eigentlich schon ein bisschen diese Höfe. Und im nächsten Geschoss oder hier begleitend nochmal diese wahnsinnige Tiefe, die wir haben von den Wohnungen, die begleitet werden durch die Höfe. Dort haben sich vor allen Dingen genau die Küchen und allerlei Dinge angeordnet, damit eigentlich auch hier nochmal in der Mitte Licht ist. Das sind die Höfe mit den Begrünungen, die stattfinden. Noch ein Geschoss, hier kann man das mal sehen. Die Hofform und ein Eintritt in eine Wohnung an der Stelle. Das nächste Geschoss, was sich eigentlich im Erdgeschoss befindet, was eigentlich so eine Art Taktilität zu der Umgebung aufbaut. Ein Haus an dieser Stelle oder eine Struktur, da waren wir uns auch immer nicht ganz sicher. Ein Gebäude auf jeden Fall, das eigentlich ringsrum der Öffentlichkeit ausgesetzt ist, was ja eigentlich auch mal positiv ist, für ein Wohngebäude natürlich sehr ungewöhnlich. Es gibt in dem Sinne auch kein klassisches Vorne und Hinten bei diesem Gebäude. Das heißt, es umkreist sich ein öffentlicher Raum. Und hier gibt es eben auch Räume, die an einem sogenannten Laubengang liegen an der Stelle, wo man versucht, Erschließung und Balkonzone gemeinsam auszubilden und die dann sehr nah an dieser Öffentlichkeit sind. Jetzt gehen wir noch weiter in so eine Art Souterrain, auch hier auf der Nordseite Ateliers, unterschiedliche Nutzungen, die dort zu finden sind. Hier ist eigentlich das Souterrain, der Kellerraum, und da gibt es eben auch noch Ateliers, die sich von oben bis nach unten ergeben. Und das Wichtige ist eigentlich, die Balance zu halten, wie eigentlich mit dieser öffentlichen Zone, nämlich der ETH Hoffmann Promenade an dieser Stelle eigentlich umzugehen ist und wie man das eigentlich entwickeln kann, an der Stelle Wohnen im weitesten Sinne zu entwickeln. So, das ist hier zum Beispiel ein Einfallen. Es gibt natürlich hier die Räume, die Fassadenräume zum Stadtplatz. Die eine Seite ist ein Stadtplatz, wo auch das Jüdische Museum die Weiterentwicklung Platz hat. Und dieser Platz ist natürlich auch thematisch, war für uns ganz wichtig als eine Aufgabe, die eigentlich in diese Erdgeschosszone mit einzuweben. Und hier kann man, glaube ich, ganz gut erkennen, wie dieser neue Platz an der Stelle. Wir haben die städtebauliche Definition nicht gemacht. Es waren vorgegebene Orte, aber die Freiheit war gegeben, diese Orte entsprechend einer Satzung mit Baulinien und Baugrenzen, das kennen Sie, wiederzuspiegeln. Es war natürlich eine Begrenzung in der Ausnutzung dieses Gebäudes vorhanden. Wir haben das versucht, natürlich aus ökonomischen Gründen nochmal sehr stark zu strapazieren und eigentlich versucht, mehrere Geschosse hineinzubringen in das Gebäude. Deshalb haben wir nicht nur vier, sondern wenn man mal ganz genau zählt, mit ganzen Zwischenzonen auch teilweise 7 Geschosse untergebracht. Das ist die Südseite mit den Südateliers im Erdgeschoss, was wir gerade gesehen haben. Das ist zum Beispiel die Fassadenseite. Man sieht, wie sensibel das ist. Das war eben die Vorgabe. Wir fanden das durchaus immer kritisch, dass eben zum Kollegienhaus hin eigentlich das Gebäude sehr schmal ist und eigentlich dort diese ganze städtebauräumliche Situation an der Stelle regeln muss. Hier auch nochmal das Erdgeschoss. Das ist die Fassade im hinteren Bereich, eine Eingangssituation. Das ist die Textur des Gebäudes und das sind die Ateliers im Norden, die doppelgeschossigen. Und man erkennt eigentlich, wir hatten dort auch ein Forum, man erkennt eigentlich, und das ist vielleicht, bezieht man sich jetzt erstmal nur auf vielleicht einen dieser Parameter der Funktion dieser Erschließung. Das war brandschutztechnisch ganz schwierig. Wir haben nämlich das Treppenhaus im Grunde flachgelegt, wenn man sich das vorstellt. Und das gab
Also das Programm, dies zu verwirklichen, war durchaus sehr schwierig. Aber die erweiterte Funktion dieses Raums, das sieht man jetzt eigentlich auch bei der Benutzung, ist sehr schön. Es spielen dort tatsächlich die Kinder. Es gibt Veranstaltungen auch in diesem Zwischenraum. Und es führt dazu, dass eigentlich diese 90 Parteien, das ist ja soziologisch betrachtet schon auch eine Riesenmenge, da gibt es natürlich dann auch verschiedene Untergruppen. Wir fanden das immer eine positiv ausgesprochen kritische Größe, dass eigentlich diese Räume eigentlich eine ganz starke aktive Ausstrahlung auf den Gemeinsinn dieses kollektiven Raums haben. Und was wir uns allerdings bei der Bearbeitung dieses Gebäudes und dieser Aufgabe gedacht haben, war eigentlich, dass eigentlich nicht nur das Kollektive eine Rolle spielt, natürlich ist das ganz wichtig, wie kann man das definieren, sondern eigentlich auch, wie man eigentlich in dieser Frage der Durchmischung eigentlich auch das Private wieder taxiert, wie man das betrachtet, denn es ist ganz wichtig, dass man nicht nur über die Frage von Schwellen und Öffnen spricht, sondern eben eigentlich auch über das, was eigentlich Wohnen auch bedeutet, nämlich ganz privat sein, vielleicht auch so ein Rückzug zu haben. Und das waren eigentlich die beiden Pole, mit denen wir uns eigentlich sehr stark auseinandergesetzt haben. Die Frage nach der Öffentlichkeit, nach der Wirkung dieses Gebäudes auf den öffentlichen Raum und eigentlich der privaten Sphäre. Die Funktion war für uns immer so eine Art treibende Kraft, die natürlich immer einer Interpretation offen steht. Wir fanden das jetzt auch ein gutes Beispiel, dass man der Funktion einen neuen Bedeutungsrahmen geben kann und dass sie sehr wirkungsmächtig sein kann für ganz bestimmte architektonische Fragestellungen an dieser Stelle. Und ich glaube, das wäre für mich eigentlich auch die Essenz aus dieser Erfahrung. Das war für uns alle eine Erfahrung, die auch nicht so einfach war. Sie können sich vorstellen, mit 90 Personen oder Personengruppen zu agieren, ist schwer. Wir haben aber gesagt, wir brauchen dafür eine sehr robuste Struktur des Gebäudes. Und diese Robustheit hat uns eigentlich, oder die Vorsicht auf das Zukünftige hat uns irgendwie geholfen, diese Struktur auch immer weiter zu informieren, ohne das Gesamtkonzept in Frage zu stellen und auch nachher zu einem Gebäude zu kommen, obwohl es natürlich sehr unterschiedliche Aussagen und Meinungen dazu gegeben hat. Vielen Dank.